Das war nicht los, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Nur vielleicht ein Hinweis, bevor wir über die nächste Benehmensregel sprechen. Wir hatten jetzt gerade eine Benehmensregel für Moscheen. Und da gilt, in der Moschee darf man nicht seine Stimme erheben. Und jetzt gerade haben wir eben so eine Ähnlichkeit wie im Markt. Wie im Markt, das heißt, man hört so verschiedene Stimmen, laut und so weiter und so fort. Ich weiß, man hat sich lange nicht mehr gesehen und man will miteinander gut reden, aber bleibt immer, die Moschee sollten wir besonders verehren, dass wir nicht die Stimmen da erheben und dass wir dann auch nicht so einen Lärm machen. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Heute die Benehmensregel von den Toten. Wir hatten ja letzte Woche die Totenwaschung gehabt. Und dann sollten wir wissen, wenn der Tote stirbt und wird dann zum Grab gebracht. Was gibt es für Benehmen bezüglich den Toten, der zum Grab gebracht wird? Als allererstes, es ist verboten, sozusagen die Verkündung von Toten, dass jemand gestorben ist und dass man eine Verkündung macht. Das nennt man auf Arabisch ein Nein. Obwohl das leider verbreitet ist und hat viele Formen, ja, wie zum Beispiel, das war auch in der Jahiliyyah, dass sie sozusagen angefangen haben zu rufen, dass so und so gestorben ist, und haben sie einen Aufruf gemacht über Person XY, dass er gestorben ist. Oder was man auch in manchen islamischen Ländern sieht, was verbreitet ist, aber was nicht von Sunna ist, dass man sozusagen Blätter verteilt oder an die Wand klebt mit den Namen des Verstorbenen und die Angehörigen von dem Verstorbenen und so weiter und so fort. Und das nennt man ein Nein. Und das ähnelt das, was die Leute in Jahiliyyah hatten und was der Prophet verboten hat. Auch, wo man aufpassen sollte mit den heutigen Sozialmedien, dass man nicht sozusagen bei Facebook oder WhatsApp oder so weiter, sozusagen die Verkündung von XY ist gestorben und dass man sozusagen so eine Nein macht. Ja? Es sei denn, in einer Ausnahme, wenn die Leute, die erreicht werden können, die das Gebet für den Toten machen können, dass man die verkündet, es gibt ein Totengebet hier und hier. Ja?
das wäre okay. Aber dass man jetzt im Facebook oder was weiß ich, Totengebet von Bruder so XY und die im Facebook, der eine ist in Afrika, der andere ist da und da, dann ist das sozusagen so ähnlich wie nur Verkündung von dieser Tote, wie das auf Art von Jahiliya gewesen war. Ja? Deswegen muss man unterscheiden zwischen dieser Verkündung und sozusagen Aufruf zu machen, dass Person X und Y gestorben ist, und zwischen die bloße Nachricht. Es gibt die Nachricht, oder ist gestorben, oder hat man von dem gehört, oder kam irgendwo in Nachrichten. Das ist einfach eine lose Nachricht, aber diese sozusagen die Art und Weise, wie man das in Jahiliyyah gemacht hat, dass man die Leute dazu aufrufen hat und so weiter und so fort, das ist der Verbot, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Deswegen, Hudhayfa, als er am Sterben lag, sagte er, إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا يُؤَذَّنْ عَلَيَّ أَحَدٍ فَلَا يُؤَذَّنْ عَلَيَّ أَحَدٍ. Sollte, wenn ich sterbe, sollte jetzt keiner so aufrufen und sagen, Hudhayfa ist gestorben, إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعِيًا. Also ich habe Angst, dass das zu dieser verbotenen Tat An-Na'i gehört. Und ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gehört, dass er diese Art von Aufruf verboten hat. Das nennt man An-Na'i. Das darf man nicht machen. Und manche sozusagen, wenn sie sogar den Toten zum Grab führen und so weiter, dann fangen sie an, auch aufzurufen, der Tote XY und so weiter. Das ist alles zu den Nein, den man nicht machen sollte. Die zweite Benehmensregel, dass man sich nicht auf die Wangen schlägt oder seine Kleider zerreißt. Das sind die Taten von Jahiliyyah. Besonders Frauen machen das. Besonders Frauen haben das früher gemacht, in der Jahiliyyah, dass sie sich auf die Wangen geschlagen haben und dass sie ihre Kleider zerreißt haben. Und das ist sozusagen eine Art von Trauerzeigen, wo eine Übertreibung drin ist. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Laysa minna man nazama al-hudud wa shaqqa al-jub wa daha bi da'wat al-jahiliyyah." Es gehört nicht zu uns, derjenige, der auf die Wangen schlägt oder der sozusagen diese Kleider zerreißt oder die Da'wa, den Aufruf von Jahiliyyah aufruft. Und erst recht nicht, dritte Benehmensregel, darf man nicht An-Niyaha. Und das ist sozusagen das Weinen mit lautem Geräusch. Das haben auch die Frauen gemacht. Und da kam auch dazu, diese Schreien mit Wörtern, die darauf hinweisen, dass man nicht mit dem Schicksal zufrieden ist. Ja? Wie zum Beispiel, dass die gesagt haben, ja, Waida, also wehe mir, und der ist unser, sozusagen, wenn zum Beispiel der Mann gestorben ist, der hat uns alles gebracht, der war für uns da, der hat sie dann aufgezählt, um die Leute sozusagen in Rage zu bringen oder in Trauer zu bringen oder dass man laut wird. Und das sind alles Sachen, die der Prophet Muhammad sallam verboten hat und hat auch eine starke Warnung gemacht an diejenige, die solche Taten macht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Arba'un fi ummati min amri jahiliyyah. Also vier Sachen in meiner Umma gehören zu den Angelegenheiten von Jahiliyyah. La yatrukunahum. Also sie werden das nicht lassen. Und dann hat er die Sachen gezählt, al-fakhru fil ahsab. Das heißt, dass man prahlt mit seiner Familie oder mit seinem Stamm und so weiter.
Das heißt, die Wahrhaftigen, die Gläubigen, wenn sie wirklich einen guten Mann sagen, erkannt haben und für ihn das Gute sprechen, dann ist das sozusagen ein gutes Zeichen für ihn, dass er, ja, für das, was man sieht. Deswegen ist es auch eine Sünde von den Wahrhaftigen, die wissen, dass sie das Gute Bescheid sagen über den Toten, wenn sie ihn erkannt haben und wenn es verdient hat. Denn die 12. Benehmensregel, wenn der Tote in den Grab gebracht wird, dass man den Toten von die Endseite von dem Grab, also von der Grube, reinbringt. Ja? Das heißt, hier ist das Ende und hier ist das Anfang, dass man den Toten von dem Ende reinbringt, so dass man den sozusagen mit dem Kopf in dem Ende reinbringt, so dass der dann gelegt wird in den Grab. Das heißt, die Fußseite von dem Grab ist, womit man den Toten anfängt reinzubringen. Die Fußseite von dem Grab. Dann die 12. Benehmensregel. 13. Benehmensregel. Dass wenn er in den Grab gebracht wird, dass man sagt, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah im Namen Allahs wa ala sunnati Rasulillah. Und das ist eine Freude für diejenigen, die die Sunna folgen. Wenn sie wirklich auf die Sunna gelegt werden im Grab, sie haben gelebt nach der Sunna des Propheten Muhammad sallam und werden in ihrem Grab nach der Sunna gelegt, haben sie alles nach der Sunna gemacht und auch im Testament und haben die Leute die Sunna bei ihnen praktiziert, wie man von Anfang bis zum Ende, bis man in den Grab kommt, dann ist das eine erfreuliche nach der rechten Seite und mit seinem Gesicht ist er in der Richtung von Qibla. Ja? Das ist sozusagen die Position, wie er in den Grab gelegt hat, gelegt wird. Dann die 15. oder 16. 15. Fünfte Benehmensregel, es ist beliebt für diejenigen, nachdem man die Steine gelegt hat,
die vor der Erde kommen, dass jeder sich sozusagen drei Handmenge mit seinen zwei Händen von der Erde nimmt und dann auf den Grab schüttelt. Auf den Grab schüttelt. Weil es gibt ja einen Haufen, ihr seht ja jemanden, der sozusagen zuständig ist für das Graben, der nimmt ja eine Schaufel und tut den, die Erde, nachdem man die Steine gelegt hat und den Toten zurechtgelegt hat, dann tut er diese ganzen Haufen von dem Erde auf den Toten. Bevor er das alles beendet, dass man sozusagen jeder sich sozusagen mit seiner Hand drei Handmengen auf den Toten schüttet und der Rest macht dann der andere, der für den Begräbnis zuständig ist. Aber das ist eine Sünde, die jeder, der anwesend ist, machen kann. Die 16. Bedienungsregel, nachdem man klar und fertig ist mit dem Begräbnis und Richten von dem Grab, dann ist es eine Sünde, dass man Dua für den Toten macht, dass Allah ihn befestigt. Und dass man um Vergebung bittet für den Toten. Und der Prophet Muhammad pflegte, wenn er fertig war mit dem Begräbnis von einem Toten, dass er da eine Weile blieb und sagte zu demjenigen, die ihn begleiten und die mit ihm sind, bittet um Vergebung für euren Bruder und fragt um Befestigung für ihn, weil er gerade gefragt wird. Was wird er gefragt? Was haben wir als allererstes gelernt zusammen? Da'watim. Köln? Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist der Mann, der zu euch geschickt worden ist? Ja? Wer danach gelebt hat, dem bekommt eine Befestigung von Allah. Das ist eine Frage, die so leicht ist, wo du deine Seele in deinem Körper hast, so leicht zu beantworten. Aber wenn du im Grab landest, brauchst du eine Befestigung, um das zu beantworten. Und brauchst du auch, wie der Prophet auch die Leute ermutigt hat, brauchst du Dua von den anderen, dass du befestigt wirst. Ja? Das zeigt, dass es nicht eine leichte Sache ist. Deswegen atmet rein. Und Allah ta'ala wird dir das erleichtern, wenn du danach gelebt hast, und werden auch Gläubige. Deswegen gewinnt gute Freunde, gewinnt Leute, die nach Sunna sind, gewinnt Leute, die sozusagen für dich Dua machen. So viel wird dir erleichtert durch Dua von anderen. Ja? Deswegen sollte man nicht viele Feinde haben. Ja, sollte man nicht viele Feinde haben. Ja? Jeder, der dich in Erinnerung hat, wenn er über deinen Tod hört, was wird er machen? Dua für dich machen. Aber wenn jemand Feinde hat, ja, selbst wenn er rechtschaffen ist, er bekommt kein Dua von seinem Herz. Auch wenn er nicht gegen dich Dua macht, manche Leute, die machen sogar gegen dich Dua. Ja, aber wenn er das nicht schafft oder sich zusammenreißt, kein Dua gegen dich zu machen, macht er kein Dua für dich. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man Freunde gewinnt und dass man Gutes macht und dass man in gute Erinnerung bei den Leuten bleibt. Dann die letzte Benehmensregel, dass man, nachdem man fertig ist, dass man auch die Leute an diese Stunde erinnert, an den Tod erinnert, wie der Prophet Muhammad erinnert hat, als jemand gestorben ist, hat er den langen Hadith erzählt von dem Tod, was passiert bei einem Tod. Da hat er von Anfang bis zum Ende erzählt, was alles mit ihm passiert, wie die Malaika kommen. Und dann gibt es zwei Sorten von Menschen. Der Gläubige, bei dem die Engel der Barmherzigkeit kommen. Oder der Nichtgläubige, bei dem die Engel der Strafe kommt.
und hat er erzählt bei jedem, was mit ihm passiert. Deswegen ist auch hier da eine Gelegenheit, dass man an den Tod erinnert, an sozusagen die Motivation, dass man sich motiviert, Gutes zu tun, gutes Ende zu bekommen, dass man gewarnt ist von dem Höllenfeuer oder das Vernachlässigen von Taten und so weiter und so fort, weil jeder weiß, wenn diese Stunde gekommen ist, hat man keine Chance mehr, was Gutes zu machen. Hat man nur noch das, was man gemacht hat. Deswegen ermutigt man immer die Leute, dass sie sich vorbereiten für diese Stunde, wo sie in den Grab kommen, wo sie nicht mehr zurückkommen können, wo sie all ihre Wünsche, als Wünsche geblieben sind, sich wünschen, zurückzukommen, um diese Wünsche zu Taten zu machen. Deswegen sollte man sich auch erinnern, wie viele Wünsche habe ich im Kopf? Wie viele, jeder weiß von sich, wie viele Wünsche hat man? Viele. Gutes, ja? Über Gutes zu machen, sich zu korrigieren, von Sünden wegzukommen, hat man sehr viele Wünsche. Das darf nicht als Wunsch bleiben und dich in dem Grab begleiten als Wunsch. Ja? Weil du wünschst dir dann zurückzukommen, das zu erfüllen. Sondern versuch deine Wünsche in Praxis umzusetzen. Dass es kein Wunsch mehr bleibt, sondern dass es wirklich eine umgesetzte Tat ist.